herzlich willkommen beim Pflügen. Wie ihr seht, laufen die Vorbereitungen zur Maislandbestellung. Auf dem Feld nebenan läuft der Güllewagen mit Grubber dahinter. Und ich pflüge jetzt im Prinzip das ein, was der hier schon ausgebracht hat. So, was kann ich euch hier Spannendes zu erzählen? Wir haben hier einen John Deere 7730. Hat ungefähr 200 PS Maximalleistung und der hat ein stufenloses Autopower-Getriebe. Wir haben die Maschine 2016 gebraucht gekauft. Speziell, mehr oder weniger hauptsächlich für den Flug. Also wirklich ganz bewusst hier auch auf das stufenlose Getriebe gesetzt. Hauptsächlich wegen dem Einfangen des Packers, was mir bei einem Lastschaltgetriebe ja entweder zu viele Schaltvorgänge braucht oder auch dann entsprechend zu ruppig ist. Also mit dem stufenlosen Getriebe kann ich eben schön langsam an den Packer heranfahren, einklinken und ja, Hebel nach vorne und dann starte ich durch. Ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber macht die Sache hier doch deutlich angenehmer. Der Pflug hinten dran ist ein Lemken Vari Opal 8. Fünffurchig, also ein 4 plus 1, hat den etwas schwereren und längeren W52 Körper, was mir aber einfach vom Flugbild her sehr gut gefällt, geht eigentlich unter allen Bedingungen tadellos. Dafür wiegt der Flug auch 2,7 Tonnen und um das auszugleichen, haben wir uns in der Front selbst ein 1,4 Tonnen schweres Frontgewicht gebastelt. 1,4 Tonnen deshalb, weil das Mindestgewicht war, damit der 6R wiederum 20% Vorderachslast hat, wenn der Flug angebaut und angehangen ist, weil das einfach die Voraussetzung ist, um sicher im Straßenverkehr zu fahren. So, der 7730 hat jetzt im ausgehobenen Zustand damit noch 30% auf der Vorderachse. Kommen wir mal zum Wendemanöver. Was passiert jetzt? Worauf muss ich achten? Ich steige um vom Hand aufs Fußgas. Wenn das Vorderrad rausgeht, drücke ich die zweite Steuergerät nach vorne, um den Packer auszuklinken und danach betätige ich das Hubwerk, hebe es voll aus. Wenn ich das zweite Steuergerät jetzt nach hinten ziehe, dreht sich der Flug. Bevor er sich dreht, schwenkt er komplett zusammen. Ist also ein Varioflug, also ich habe stufenlose Arbeitsbreitenverstellung. So, nachdem das Wendemanöver vollzogen ist, geht es wieder zurück zur Furche. Ich fahre die Furche leicht versetzt an, drücke das Hubwerk komplett auf Schwimmstellung, damit er erstmal etwas tiefer reingeht, ziehe dann wieder etwas an und drücke ihn dann auf die Höhe, die ich brauche, schwenk langsam den Packer ein mit 3 km/h. So, Vollgas und Feuer nach vorne. Nur noch mal zur Erklärung, warum habe ich am Anfang den Flug tiefer abgesenkt, als ich jetzt nachher tatsächlich fahre. Also für mich hat sich gezeigt, dass ich die offene Furche damit am Anfang besser zubekomme. Für ein ordentliches Flugbild sind eine ganze Reihe von Einstellungen am Flug wichtig. Das allererste ist zu nennen einmal die richtige Vorderfurchenbreite. Dazu gibt es draußen eine Schraube zu verstellen und dann die Anpassung der Zuglinie. Wenn das nicht richtig eingestellt ist, will der Traktor entweder von der Furche raus hin zum Gepflügten oder in die andere Richtung zum Ungepflügten. Und wenn diese Zuglinie nicht richtig eingestellt ist, hat es der Traktor schwerer. Ich brauche also mehr Zugkraft, was ineffizient ist. Die richtige Einstellung der Zuglinie und Vorderfurchenbreite ist also wirklich essentiell. Dann als nächstes gibt es zu beachten den richtigen Winkel des Flugs. Wir sind also mit dem Schlepper in der Furche, das heißt, der Schlepper steht schräg. Das muss der Flug ausgleichen und dazu gibt es auf jeder Seite feste Anschläge, die eben entsprechend der Arbeitstiefe und des jeweiligen Schleppers einzustellen sind. Weiterhin wichtig ist die korrekte Einstellung des Tastrades. Ich betone Tastrad, weil das absolut falsch verstanden werden kann, wenn man von einem Stützrad reden würde. Es ist also so, dass das äußere Rad vom Flug den Flug nicht komplett abstützen soll. Es soll lediglich dazu führen, dass der Flug ruhig läuft. Und wenn man da jetzt also das Rad
falsch einstellt und das zu viel Last abstützt vom Flug, verschenke ich Zugleistung. Das kann man ganz einfach testen, indem man mal beim Fahren den Allrad ausschaltet, so wie ich jetzt. Und wir sehen, die Maschine zieht trotzdem noch relativ gut weiter, etwas schlechter, aber bleibt nicht sofort stehen, was mir sagt, dass noch genug Last auf der Hinterachse ist. So, Allrad wieder eingeschaltet, bin ich ungefähr 1 km/h schneller, weil ich insgesamt den Schlupf reduziert habe. Das hätte also zwei negative Folgen. Zum einen würde es Zugleistung kosten und zum anderen belaste ich die Vorderachse extrem und über kurz oder lang wird mir wahrscheinlich die Allradkupplung davon rauchen. Ja, am Schlepper ist dann zu beachten, dass auf jeden Fall die Hubstreben links und rechts gleich lang sind und dass bei einem angebauten Flug die Unterlenkerstabilisierungsstreben frei arbeiten können, also dass die Unterlenker sich bewegen können. Man hat immer mal kleine Kurven und Beulen, so, und dann muss das eben frei arbeiten können, damit sich das nicht verspannt. Außerdem kann man dann gut kontrollieren, ob der Flug wirklich schön sauber gerade hinter dem Schlepper hinterherläuft. Wenn der jetzt irgendwo weiter links oder rechts arbeiten würde, hat man Seitenzugkräfte drin und ja, das sollte man auf jeden Fall dann korrigieren. Außerdem sehr wichtig ist auch die korrekte Einstellung des Oberlenkers. Der Oberlenker muss leicht steil zur Schleppermitte hinstehen. Das ist wichtig, damit die Hubwerksregelung korrekt arbeiten kann und die Zuglinie durch die Schleppermitte verläuft und so das Gewicht vom Schlepper optimal in Zugkraft bzw. Zugleistung umgesetzt werden kann. So, dann mache ich hier mal die Kamera ab und zeige nochmal ein bisschen mehr die Details hier hinten. Ja, wenn man den Flug gut eingestellt hat, kann man auch bequem das Lenkrad loslassen. Die Maschine wird immer schön in der Furche bleiben. Wie man hier gut sehen kann, deckt mein erstes Schar die Furche voll ab. Hinten dran ein Doppelringpacker von Lemken, 2,6 Meter breit und ein Feinkrümler. Ich zeige das hier mal symbolisch durch Eindrücken des Zollstocks, wie leicht das ohne Rückverfestigung geht und einmal, ja, was die Rückverfestigung letztendlich bringt. Der Schlepper läuft zwischen 8 und 10 km/h, das heißt, dann kommt noch so 10% Schlupf runter, also fahre ich effektiv 7 bis 9 km/h. Das ist für mich der beste Kompromiss aus Leistung und ja, akzeptablen Verschleiß, will ich mal sagen. Der Motor ist so eingestellt, dass er bei 1800 Umdrehungen in der Drückung ist, was ebenfalls für mich der beste Kompromiss aus Leistung und Spritverbrauch ist. Dann hat der Schlepper vorne 600er Bereifung. Die Hinterreifen des Schleppers sind von Michelin 650er auf einer 38er Felge. Und diese sind besonders hoch, darum haben sie einen 85er Querschnitt. Oh, Feldkontrolle, Achtung. Das heißt, der Reifen ist besonders großvolumig und kann sich in der Furche lang machen. Ich arbeite hier mit einer Arbeitstiefe von 25 bis 27 cm. Dabei verbraucht die Maschine mit Packer 16,5 Liter pro Hektar. So, da nochmal die Feldkontrolle. Ja, alles in Ordnung. Ich darf weitermachen. So, dann lässt sich der Flug in der Arbeitsbreite hydraulisch verstellen. Und zwar mit dem dritten Steuergerät hier. Wenn ich daran ziehe, dann sieht man auf der Skala, da würde sich dann die Arbeitsbreite verstellen. Wofür ist so eine hydraulische Verstellung nun dienlich? Also hier vorne seht ihr jetzt ganz gut, da ist ein kleiner Knick drin, weil der Boden hier etwas besser ist, schwerer. Und da geht der Flug einfach durch diese anderen Kräfte meistens etwas weiter auseinander. Hier kann ich nun ganz gut gegensteuern. Ich warte noch ein wenig, bis ich hier kurz vor dem Knick bin. Und dann jetzt ungefähr mache ich den Flug mal etwas schmaler. Und dann sieht das wieder ganz passabel aus. So, hier geht es wieder etwas schmaler zusammen. Also mache ich den Flug wieder etwas breiter. Mittlerweile bin ich kurz vor der Schlaggrenze und jetzt achte ich nochmal darauf, über die Flugbreite, dass wir hier
immer den gleichen Abstand halten für die letzte Furche, damit das bei der letzten Furche auch gut aufgeht und ich eine schöne gerade Kante entlang des Randes ziehe. Hier sieht man dann, wie das aussieht, wenn man die ganze Zeit über so gut es ging gerade gearbeitet hat. Dann zieht man hier zum Schluss noch mal eine schöne Furche hin und nächstes Jahr fängt man dann von dieser Seite an zu pflügen und pflügt die Furche dann wieder zu. So wie gut man dann ein- und ausgesetzt hat beim Hoch- und Runterfahren, sieht man dann am Vorgewinde, ja, das war gerade nicht so ideal hier, und macht das Pflügen am Vorgewinde, ja, etwas unangenehm. Für die Hessen unter euch, die nicht wissen, was ein Vorgewinde ist, das ist, wenn man mit dem Traktor nicht bis in den Graben fährt, beziehungsweise über den Weg. Kleiner Spaß am Rande. So, jetzt das Ganze nochmal von vorne. Ja, beim Pflügen findet man die tollsten Sachen. Oh, das gucken wir uns jetzt hier gleich mal an. Oh, eine schöne Eisenstange. Ich denke, da braucht es grobe Gewalt. Die hat sich ja perfekt darum gewickelt. Na gut, bis später. Problem gelöst. 3 gezielte Hammerschläge. Und es kann weitergehen. So Leute, inzwischen ist es 6:30. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht, werde aber auch gleich aufhören. Rückwärts drehen und rein das Ding. Mal gucken, ob heute noch was im Bauernclub geht. Jeder, der auf die verrückte Idee kommen sollte, an einer Universität Landwirtschaft bzw. Agrarwissenschaften zu studieren, kann ich Halle nur wärmstens empfehlen. Alleine, weil es dort den Bauernclub gibt. Irgendwann will man abends ja auch mal entspannen und das geht am besten im Bauernclub. Hier sprechen 5 bis 6 Jahre Erfahrung aus mir. Oh ja, das waren gute Zeiten. Aber auch so hat die Universität für mich unglaubliche Qualitäten. Ich kann es natürlich schlecht vergleichen, weil ich nirgendwo anders war, aber ich fand es immer sehr familiär. Der Draht zu den Professoren und Dozenten war immer gut. So, es geht dem Ende entgegen. Das soll es dann auch vom Pflügen, Pflügen gewesen sein. Wir sehen uns im Bauernclub oder auch nicht. Mal sehen. Ansonsten bis zum nächsten Vlog.